Copșa Mica im rumänischen Siebenbürgen. Hier ist die Hölle Alltag. Zwei Fabriken verpesten Luft, Wasser und Boden. Das Buntmetallwerk IMMN und die Rußfabrik Carbosin vergiften 100.000 Menschen in der Region. Die Betriebe sind völlig veraltet und müssten längst geschlossen werden. Die Wäsche hängt im Flur der Wohnung. Draußen würde sie beim Trocknen wieder schmutzig werden. Auch der 25-jährige Emil Suchu und seine 22-jährige Frau Doina verlassen ihre Wohnung so selten wie möglich, weil es draußen so dreckig ist. Sie hocken jeden Abend mit ihrer Tochter vor dem Fernseher. Emil und Doina kennen nichts anderes. Geboren und aufgewachsen sind sie beide in Copșa Mica. Sie sind noch nie rausgekommen. Beide arbeiten in den Fabriken. Andere Arbeitsplätze gibt es hier nicht. Emil und Doina müssen sich ihren Lebensunterhalt in den Betrieben verdienen, die ihr Leben vergiften. Morgens muss Emil früh raus. Es ist kurz vor sieben. Zusammen mit seinem Bruder Olimpiu geht er zur Frühschicht. Sie haben es nicht weit und das ist gut so an diesem Morgen. Denn es regnet in Copșa Mica. Und Regen bedeutet hier, dass Ruß, Blei und Schwefelsäure vom Himmel kommen. Arbeiter aus der Umgebung werden mit Bussen herangekarrt. Nach rechts geht es in die Rußfabrik, die für Krebserkrankungen verantwortlich ist. Wer nach links geht, ist Kandidat für eine Bleivergiftung in dem Buntmetallwerk. Emil und Olimpiu gehen nach links. Emil arbeitet als Elektriker. Sein Bruder ist einer der 20 letzten Bleischweißer Rumäniens. Doina ist einkaufen gegangen. Es gibt vor allem Eingemachtes und Konserven zu kaufen, aber kein Obst oder Gemüse im einzigen Lebensmittelladen der Stadt. Frische Ware fehlt, außer Brot, und das ist billig. Echten Mangel gab es in Copșa Mica selbst unter Ceaușescu nicht. Wer sich zu Tode arbeitet, soll wenigstens genug zu essen haben. Auch das gehört zu Doinas Aufgaben. Dabei macht es wenig Sinn, die Treppe vor dem Haus zu putzen. Morgen wird sie wieder schwarz sein. Trotzdem wischt Doina den öligen, schwarzen Ruß immer wieder von neuem weg. Der Dreck, der vom Himmel regnet, macht Copșa Mica zu einer schwarzen Stadt. Emils Mutter, die deutschstämmige Ekaterina Suchu, wohnt einige Kilometer von Copșa Mica entfernt. Sie ist erst im vergangenen Sommer hierher gezogen. Siebenbürger Sachsen haben ihr den Hof verkauft, als sie in die Bundesrepublik ausgewandert sind. Fast alle Deutschen sind weg aus Copșa Mica. Ekaterina ist eine der letzten, die geblieben ist. Na, schauen Sie hier. Hier ist alles schwarz. Schwarz. Bitteschön. Und deshalb muss ich auch hier, ich kann nicht die Wäsche draußen lassen. Ich muss sie reingeben. Und die Wäsche kann ich nur zum Abrinnen hier geben. Schauen Sie, es kommt nicht herunter. Es kommt nicht herunter. Wir haben keine Waschpulver. Und ohne Waschpulver oder Soda oder Seife kommt nicht herunter. Umsonst wasche ich mich. 10-mal kann ich mich waschen und kommt doch nicht herunter. Schauen Sie. In diesem Inferno aus Schwefelgasen und Schwermetallstaub arbeitet Emil jeden Tag. Wir wollen ihn an seinem Arbeitsplatz besuchen, dürfen aber das Buntmetallwerk nicht betreten. Die neue rumänische Regierung hat einen Tag nach der Wahl allen Journalisten per Dekret den Zutritt zu Industrieanlagen verboten. Deshalb müssen wir vor dem Tor des Buntmetallwerks auf Emil warten, der sich nach seiner 6-Stunden-Schicht gleich um seine Tochter kümmern muss. Denn für seine Frau Doina beginnen jetzt die 6 Stunden ihrer Schicht in der Rußfabrik Carbosin gegenüber. 3.500 Menschen arbeiten hier in Rumäniens einziger Rußfabrik in 4 Schichten, rund um die Uhr. Der Ruß wird für die Herstellung von Gummi gebraucht.
Die Leitung von Carbusien lässt uns auf das Gelände, obwohl sie damit gegen das Dekret der Regierung verstößt. Einzige Auflagen, wir müssen uns an die Anweisungen des Ingenieurs und Umweltbeauftragten Yon Nan halten und dürfen keine Gebäude betreten. Und so sieht es im Werk aus. Den Arbeitsplatz von Deuner dürfen wir nicht filmen. Dafür lässt man uns in den Umkleideraum. Stockfinster ist es hier. Keine Glühbirne funktioniert. Der einzige Lichtschein kommt von einem offenen Holzofen, der in kalten Monaten nur mühselig etwas Wärme abgibt. Hier beginnt nach 6 Stunden Knochenarbeit der Feierabend für die Menschen. Der Umweltbeauftragte Yon Nan sieht keinerlei Probleme. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass unser Werk nach der Revolution einige Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung ergriffen hat. Die Fabrik arbeitet jetzt nicht mehr mit voller Leistung. Wir haben viel Zeit in Reparaturen investiert. Unter dem Regime von Ceausescu und dem Zwang, den Plan zu erfüllen, standen uns nur 2 bis 3 Wochen pro Jahr für Reparaturen zur Verfügung. Das reichte vorne und hinten nicht. Die Reparaturen waren sinnlos. Für die Arbeiter gibt es seit der Revolution Lohnzuschläge wegen der giftigen Umgebung. Încadrarea muncitorilor într-o grupă de pensionare, grupa 1 și 2, pe lângă aceasta, în unitate, muncitorii beneficiază de echipamente. Die Arbeiter werden auch in eine höhere Rentenklasse eingestuft und bekommen nun bessere Schutzkleidung. Jeden Tag gibt es 1 Liter Milch kostenlos. Die chronisch Kranken werden im Rahmen unserer Möglichkeiten auf Kur geschickt. Die Fabrik kümmert sich verantwortungsvoll um die Leute, die unter diesen Arbeitsbedingungen leiden. Ja, was soll ich Ihnen sonst noch sagen? Angefangen bei den Umweltschützern haben nach der Revolution alle vorgeschlagen, die Betriebe hier zu schließen. Wissen Sie, Carbosin und das Buntmetallwerk hier produzieren Materialien, die für die rumänische Wirtschaft lebensnotwendig sind. Aber auch wenn man wirtschaftliche Argumente nicht gelten lassen will, frage ich Sie, was machen 7000 Menschen, wenn hier dicht gemacht wird? Wir waren schon unter Ceausescu die Dummen, weil wir hier leben mussten. Das ist nicht gerecht, dass wir nun nach der Revolution wieder bestraft werden und die Ersten sind, die arbeitslos werden. Auf den Straßen ist hier nur selten jemand zu sehen. Für die Menschen in Rumänien und ihre südländische Mentalität ist das ganz ungewöhnlich. Sie flüchten vor Schmutz und Gift in ihre Wohnungen. Selbst den Kindern ist es verboten, draußen zu spielen. Aber der Ruß verfolgt sie bis in ihr Zuhause. Schauen Sie, das essen wir. Das kommt bis in unser Essen. Das ertragen wir Minute für Minute, Sekunde für Sekunde.
So sieht es nicht nur einmal pro Tag oder einmal pro Woche aus, sondern Sekunde für Sekunde. Heute Abend gibt es Pilze aus der Dose. Das, was die Menschen brauchen, frisches Gemüse, Vitamine, gibt es hier nicht. Wie kann man hier nur überleben, fragen wir uns. Wie hält man jeden Tag die Arbeit in diesen Fabriken aus? Die Abende eingesperrt in der Wohnung. Und warum bleiben die Menschen hier? Fast die gesamte Bevölkerung ist krank in Kopschamika. Ekaterina Suchu beschreibt das Schicksal ihrer Familie. Das ist mein Sohn Olimpio. Er ist krank mit Blei im Blut. Jetta ist ja nicht so krank, aber auch gesund ist sie nicht. Hier ist kein Mensch gesund. Die Doina ist operiert. Mein Sohn Emil, der ist krank mit dem Magen und mit der Lunge. Diese kleinen Enkelkinder sind ja nicht so krank, aber ihre Mutter ist krank. Ihre Mutter hat Krebs im Blut. Mein Schwiegersohn ist operiert am Magen. Mein Mann, der hat Krebs an der Lippenkrebs. So, und ich bin auch krank. Olimpio, warum arbeiten Sie hier, wenn es so gefährlich ist, fragen wir den Sohn. Ich habe es versucht, eine andere Arbeit zu bekommen. Aber man lässt mich nicht weg. Sie haben also versucht, nicht mehr als Bleischweißer zu arbeiten? Sicher habe ich versucht, einen anderen Beruf zu erlernen. Aber die Leitung lässt mich nicht gehen, weil in diesem Betrieb insgesamt nur 3 Bleischweißer arbeiten. Haben Sie besondere Beschwerden? Ja, Schlafstörungen und Magenschmerzen. Emil, warum gehen Sie nicht weg von hier? Ja, in Rumänien gibt es zu wenig Wohnungen. Ganz gleich, in welche Stadt man gehen möchte, man bekommt immer dasselbe zu hören. Was wollt ihr hier? Ihr hattet doch alles in Kopschamika. Wir können nicht einmal unsere eigenen jungen Ehepaare mit Wohnungen versorgen. Woher sollen wir dann für euch etwas nehmen? Wir sind nun mal hier aus Kopschamika und bei jeder Untersuchung draußen finden Sie sofort heraus, dass wir an chronischer Bleivergiftung leiden und niemand stellt uns irgendwo mehr ein. Nach der Heirat, kurz nachdem die Kinder gekommen sind, wurde ich krank. Die Ärzte sagen, ich hätte wahrscheinlich Leukämie, mir fehlen Vitamine. Ich gehe immer wieder zu den Ärzten. Heute war ich auch dort, aber die Behandlung ist eigentlich umsonst. Mal gibt es das eine Medikament nicht, mal fehlt das andere. Bisher konnte ich noch kein einziges Mal die Behandlung bis zu Ende durchführen. Ich hoffe jetzt, dass mir meine Schwester hilft. Sie ist in die Bundesrepublik ausgewandert. Vielleicht kann sie mir ein paar Medikamente schicken. Für die Tochter Ekaterina gibt es keine Schonung. Die 5 Kinder müssen versorgt werden. Die Kleinen dürfen nicht hinaus, der schlechten Luft wegen, und weil die Kinder sonst sofort pechschwarz wären. Und Nikolaje und Ekaterina haben kein Waschmittel mehr. So bleiben die Kinder zwar einigermaßen sauber, gegen die vergiftete Luft schützen aber nicht einmal die geschlossenen Fenster. 9 von 10 Kindern in Kopschamika haben Blei im Urin. Sie sind kleiner und haben weniger Gewicht als der rumänische Durchschnitt.
Ein typischer Tag in Kopschamika. Wieder werden 106 Tonnen Schwefeldioxid, über eine Tonne Blei, 64 Kilogramm Zinn, 34 Kilogramm Cadmium und 3 Kilogramm Kupfer auf die Stadt niederregnen. Das ist der Ausstoß des Buntmetallwerkes. So geht das jeden Tag. Dazu kommen unzählige Tonnen Ruß aus der Rußfabrik. Alexander Berlin ist Arzt in Kopschamika und zuständig für die Arbeiter im Buntmetallwerk. Der Arbeiter hier ist seit 25 Jahren im Betrieb. Er zeigt die charakteristischen Symptome von chronischer Bleivergiftung in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Er hat Schwierigkeiten mit dem Magen und dem Stuhlgang und ist sehr nervös. Man kann die Auswirkungen der Bleivergiftung auf die Hautfarbe deutlich sehen. Der Farbunterschied zu einer normalen Haut fällt sofort auf. Mit der Bleivergiftung tritt ein typischer Schmerz auf. Der Körper ist schweißnass, die Augenränder sind blass, ein Fall von Anämie, also Blutarmut. Transpirație, dureri. Arată tu cu degetul unde te doare. Numai cu deget, trage cu deget odată așa. Deci este tipica durere. Wir haben hier den typischen Schmerz einer Kolik, die durch Blei verursacht wird und über den ganzen Unterleib ausstrahlt. Wenn ich hier drücke, dann schmerzt das. Das ist ein Notfall mit akuter Bleivergiftung. Er muss sofort in stationäre Behandlung. Wenn Sie diese vielen kranken Menschen sehen, was geht da in Ihnen vor? Es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen. Man kann sich nicht gut fühlen, wenn man täglich zum Tode verurteilte Menschen in die Krankenhäuser schicken muss und alle Folgen der Verschmutzung sieht. Wir stecken hier in einem Teufelskreis. Die Menschen werden krank, gehen in die Klinik, werden mehr schlecht als recht kuriert, kommen zurück, erkranken noch schlimmer, gehen wieder ins Krankenhaus und so weiter. Ich sehe keinen Ausweg. Welches sind die häufigsten Symptome? Das Blei hat eine Reihe von Langzeitwirkungen. Anämie ist eine der häufigsten. Rund 80% der Bevölkerung und 100% der Arbeiter leiden nach einem Jahr an Blutarmut. Daneben treten psychotische Symptome auf. Die Menschen sind äußerst nervös. Das Blei bewirkt weiterhin neurologische Störungen, die in den schwersten Fällen bis zu Lähmungen führen. Wir haben so schwere Fälle wie nirgendwo auf der Welt, soweit mir bekannt ist. Polineuropatie saturnică, mergând până la paralizie și în cazuri extrem de grave, necunoscute după informațiile mele și am avut niște posibilități de a avea contact. Ich hatte Gelegenheit, mich mit einigen ausländischen Spezialisten zu unterhalten, die kannten das nur aus Büchern. Wir erleben hier die schlimmsten Formen der Bleivergiftung. Până la encefalopatia saturnină, cea mai gravă formă de intoxicație cu plumb. De asemenea, extrem de frecvent avem așa numitele colici saturnine. Dementsprechend haben wir sehr oft durch Bleivergiftung ausgelöste Koliken. Und schauen Sie sich mal die Gesamtverfassung der Menschen hier an. Sie sind bleich, müde, nervös. Ihre Zähne sind kaputt, sie verlieren ihr Haar, ihre Haut altert vorzeitig. Und natürlich ist ihre Arbeitskraft geschwächt. Bei uns benutzt man ein Medikament namens Detamin, das in den Vereinigten Staaten seit 20 Jahren verboten ist. Dieses Medikament wirkt nicht ausschließlich gegen Bleivergiftung, sondern entfernt außerdem alle Metalle aus dem Körper. Es entfernt zwar das Blei, aber auch alle anderen wichtigen Spurenelemente, die der Körper braucht, zum Beispiel Calcium, Magnesium und Lithium. Den kranken Arbeitern wird nie genug Zeit zur Erholung gelassen. Ein Kuraufenthalt von mindestens 2 bis 3 Jahren wäre nötig, um die wichtigen Spurenelemente im Körper wieder aufzubauen. Aber die Arbeiter bekommen nur 14 Tage. Nach einigen Telefonanrufen in Bukarest hat sich der technische Direktor des Buntmetallwerkes zu einem Gespräch bereit erklärt. Ein Mitarbeiter führt uns zu einem Pförtnerhäuschen. Dort fragen wir Direktor Volker Hanrich, warum 60% seiner Arbeiter lebensgefährliche Bleikonzentrationen im Blut haben. Nein, das ist eine irgendwie übertrieben.
Und zwar haben wir einige Leute, mit, die eine erhöhte Konzentration haben, aber nicht Fälle von lebensgefährlich. Saturnismus haben wir hier nicht. Da gibt es allerdings andere Einschätzungen. Also wir haben es miterlebt, dass ein Arbeiter mit akutem Saturnismus eingewiesen wurde ins Krankenhaus. Es kommen Fälle vor, wo Arbeiter, die vielleicht mehrere Jahre, 15, 20, 25 Jahre hier gearbeitet haben, die auch nicht die verschiedenen nicht hygienisch leben, und zwar sich nicht waschen, die Arbeitskleider bei der richtigen Zeit wechseln, vor dem Essen die Hände und Zähne putzen und die nicht ein richtiges, normales Leben führen und vielleicht auch zu viel Alkohol verwenden. Dies trägt dazu bei, der Organismus wird bei dieser Gelegenheit geschwächt. Selbst unter Ceausescu wussten alle über die Fälle von Bleivergiftung hier Bescheid. Sogar er selbst kannte die Situation. Viel schlimmer ist, dass jetzt über ein Jahr seit der Revolution vergangen ist und nichts hat sich geändert. Ich hatte 3 Gespräche mit der neuen Regierung, mir wurde alles Mögliche versprochen. Alle wissen Bescheid, aber es ändert sich nichts. Die einzige Lösung ist nur der sofortige Stopp der Produktion. Die Fabriken müssen komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. Was für Lösungsvorschläge hätten Sie denn für das Ganze? Ja, als erstes, nur meine Pause, das ist nicht eine viel zu groß. Baito, non posso stare un pic a fare, riesci a fare! Damit wir eine gute Reinigung der Gasmengen bevorzugen können, müssen wir uns von der Lurgi-Firma einen Venturi-Scrubber kaufen. Das ist die einzige Lösung, um in kurzer Zeit wieder die Gase gut zu reinigen. Was macht die Regierung in Bukarest? Wie hilft die Ihnen? Die Regierung in Bukarest wird im Großen und Ganzen einverstanden sein, da bei dieser Gelegenheit die Umweltbedingungen sich verbessern werden. Für die Leute bei dieser Gelegenheit werden eine reinere Luft einatmen und können deswegen auch besser auf ihren Arbeitsplätzen arbeiten. In Kopschanika sterben die Menschen. Alle wissen davon, aber keiner tut etwas. Beide Fabriken, das Buntmetallwerk und die Rußfabrik, gehören dem Staat. Die Situation ist unerträglich, aber die Regierung spielt auf Zeit. Sie hat erst einmal eine Kommission eingesetzt, zur Untersuchung der Zustände in Kopschamika. Aber solange von hier Güter kommen, die für die Volkswirtschaft wichtig sind, gibt es offensichtlich keinen Grund, die todbringenden Anlagen zu schließen. Die Menschen, die hofften, dass sich nach der grausamen Diktatur Ceausescus für sie etwas ändern würde, sind betrogen worden. Eigentlich müsste ganz Kopschamika umgesiedelt werden. Stattdessen bringt der Staat hier Menschen um, die in ihrer erbärmlichen Umgebung bis zuletzt hartnäckig ums Überleben kämpfen. Wissen Sie, im Rumänischen gibt es so ein Sprichwort. Wo wir das Fleisch essen, da essen wir auch die Knochen. Und so werden wir hier enden. Ich werde es nicht mehr erleben, dass sich etwas ändert. Meine Tochter auch nicht. Vielleicht ihre Kinder. Vielleicht wird sich dann etwas für Kopschamika ändern, aber bis dahin nicht. An unserem letzten Abend in Kopschamika liegt Emil schweißnass im Bett und krümmt sich unter Schmerzen. Das wollten wir aber nicht mehr filmen.